Ja, moin moin. Diesmal möchte ich in einen älteren Leseschatz zurückreisen, der aber hier nochmal auf Leseschatz.tv erwähnt werden soll. Gloß Getzelmann von Walter Hönigsberger, ein großartiger, komplexer Schelmen-Abenteuerroman, aber auch gleichzeitig die Geschichte des Weines. Frei nach dem Motto von Ernst Jünger, der mal gesagt hat, dass der Wein wahrscheinlich Europa mehr verändert hat als das Schwert. Das ist praktisch das Credo dieses Buches. Wein hat ja auch eine besondere Art, das heißt, Wein kann auch jeweils, wenn man ihn richtig genießt, die Geschichte des Landes durch den Genuss erzählen. Dieses Buch erzählt die Geschichte von einem Mann, der von einem Weinbauer hört, der abgelegen wohnt und einen Wein macht, der nur an gewisse Kreise, an gewisse Kunden vertrieben wird, beziehungsweise weitergegeben wird. Die Flaschen sind auch nur nummeriert und umso höher die Nummer ist, umso wertvoller ist jener Wein. Diesen Mythos, dieser Legende geht er nach und er wird auch findig. Er findet einen älteren Mann, der halt ihn auch einlädt und sie genießen einen Wein. Und dieser Wein, er weiß, ist eine niedrigere Nummer, aber ist ein Wein, den er noch nie getrunken hat. Dann lernen wir noch eine Journalistin kennen, die einen Rebklau hinterher ist und dabei auf einen Mann aufmerksam wird, der wertvollen Wein vertreibt an betuchte Kunden. Wein, nachdem er im wahrsten Sinne des Wortes taucht. Denn er sucht gesunkene Segelschiffe, gesunkene Schiffe und rettet den Wein praktisch, taucht nach diesem Wein und verkauft ihn wieder. Dann geht es auch nach Georgien, den Ursprung des Weins. Und hier gibt es Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes ein biblisches Alter erreicht haben. Liegt das vielleicht am Wein, am Anbau? Alle Handlungsstränge, die ich eben angedeutet habe, haben natürlich was miteinander zu tun, verknüpfen sich und mehr kann man, will man gar nicht vom Inhalt sagen, weil dieses Buch muss tatsächlich erlebt werden. Ein toller Lesespaß und wer dann nicht Lust hat, auch dabei einen schönen Wein mal zu trinken, der hat eigentlich fast schon selber Schuld. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald, Haukader von der Buchhandlung Arno Schmidt und dem Blog Leseschatz, wo Sie weitere Lesetipps von mir bekommen. Möge der Lesestoff niemals ausgehen. Tschüss!